Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Rosenkranz der siegreichen Königin der Welt, unser Glaube ist am Kreuz, unsere Hoffnung ist am Kreuz, unsere Liebe ist am Kreuz, unser Leben ist am Kreuz und unser Sieg ist am Kreuz. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ave Maria. Es lebe die siegreiche Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt,
zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist. Durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist. Durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre sei dem Sohn, Ehre sei dem Heiligen Geist. Durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja, Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria,
siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Jungfrau Maria, siegreiche Königin der Welt, zeige jetzt deine Macht. Ehre sei dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, durch die unbefleckte Jungfrau, die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ave Maria, es lebe die siegreiche Königin der Welt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Heilig, 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 Herr Gott, der Herrscharen, Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Heilig, 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 Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Heilig, heilig, heilig. Herr Gott der Herrscharen, Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ich bete den Kurzrosenkranz für die armen Seelen im Fegefeuer. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Nachlass der Sünden, Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. Amen. Herr, gib den armen Seelen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges und kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus,
dein heiliges und kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges und kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges und kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges und kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges und kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges und kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges und kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. Herr, gib den armen Seelen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Barmherzigkeit, mein Jesus, Barmherzigkeit. 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 Herr, gib den armen Seelen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges und kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges und kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges und kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges und kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges und kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges und kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges und kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. Herr, gib den armen Seelen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Barmherzigkeit, mein Jesus, Barmherzigkeit. 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 Barmherzigkeit, mein Jesus, Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit, mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, Barmherzigkeit. Herr, gib den armen Seelen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. O Jesus, dein heiliges, kostbares Blut, komme uns und den armen Seelen zugut. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten einen Liebesflammenkreuzweg. 13. April 2001, Karfreitag. Meine Kinder. Folgt meinem göttlichen Sohn. Jesus Christus auf seinem Kreuzweg mit demütiger Seele und reuevollem Herzen. Erste Station. Jesus empfängt das ungerechte Urteil des Pilatus, sanftmütig und schweigend. Auch euch treffen unbegründete Beschuldigungen, ungerechte Behauptungen. Verhaltet ihr euch dann auch wie Jesus? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Herr, gib den armen Seelen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus nimmt das schwere Kreuz, nimmt das Kreuz auf seine Schulter, um das Erlösungswerk nach dem Willen des Vaters zu erfüllen. Sucht und verwirklicht ihr in eurem Leben den heiligen Willen Gottes oder euren egoistischen Willen? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Dritte Station. Jesus fällt auf dem Kreuzweg zum ersten Mal. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus fällt auf dem Kreuzweg zum ersten Mal. Auch ihr geht euren Lebensweg oft stolpernd. Blickt auf meinen Jesus und schöpft Kraft daraus für eure Anstrengungen. Schöpft Kraft zum Ertragen eurer Leiden aus dem heiligsten Herzen Jesu. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die Begegnung mit mir ist stets eine Quelle neuer Kraft. Ist sie auch für euch eine Kraftquelle, und schätzt ihr diese? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigt der Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus nahm die Hilfe von Simon gerne an. Die wohlgemeinte Hilfe kommt immer gelegen, besonders zu Zeiten der Leiden und Prüfungen. Wie helft ihr anderen? Vater unser, der du bist im Himmel,
geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch dar. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Veronikas große Liebe bewirkt ihre Hilfsbereitschaft. Wie dient ihr euren Mitmenschen? Seht ihr in ihnen das Ebenbild Gottes? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Siebente Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ihr fallt immer wieder in eure Gewohnheitssünden und beichtet von neuem die gleichen Sünden und Fehler. Es ist für den Menschen nicht leicht, sich selbst zu formen und zu erziehen. Doch es ist nicht unmöglich. Ein fester Entschluss und Willenskraft sind dazu nötig, und dass er dies alles von der Gnade und dass dies alles von der Gnade durchdrungen werde. Strebt Tag für Tag nach dem Guten. Ihr müsst es wirklich wollen, besser zu werden. Wie steht ihr nach einem Sündenfall auf? Gibt es in eurem Leben einen Neuanfang? Lasst euch durch den Geist der Liebe, durch meine Liebesflamme erneuern. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer.
Amen. Achte Station. Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Beweint nicht das grüne Holz, sondern euch selbst und eure Kinder. Betet, sühnt und tut Buße wegen eurer Sünden und der eurer Mitmenschen. Sie sollen euch von Herzen leid tun. Bereut aufrichtig eure Sünden und beweint sie. Haltet ihr regelmäßig Gewissenserforschung und beichtet ihr wenigstens einmal monatlich, damit euch Jesu kostbares Blut im Sakrament der Buße reinwasche. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir bieten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Tagtäglich fallt ihr immer wieder in die Sünde und macht hierbei die Erfahrung, wie schwer es ist, auf dem Weg der Wahrheit zu wandeln. Wendet ihr euch bei Schwierigkeiten und Problemen, sowie in Leid und in der Krankheit, vertrauensvoll an den barmherzigen Gott. Wenn das Vertrauen und die Demut von der Reue begleitet wird, dann bleibt euch Jesu Barmherzigkeit. Dann hebt euch Jesu Barmherzigkeit wieder auf. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Entblößt steht Jesus in seiner heiligen Reinheit da und schämt sich vor der sündigen Menschenmenge. Haltet ihr all das für heilig, was Gott heilig schuf und so will? Ist für euch die Reinheit, die Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit vor allem anderen der größte Schatz?
Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. John. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wenn Gott etwas offenbart und die Kirche mit der Anerkennung noch wartet oder dies prüft, sich dazu jedoch nicht äußert, dann ist das fast ein Zustand des Gekreuzigtseins für all jene, die an diese himmlischen Offenbarungen glauben. Jegliches Gekreuzigtsein ist mit viel Schmerz und Tränen verbunden. Mit je größerer Liebe und Hingabe ihr euer Leid aufopfert, umso fruchtbringender wird es. Lebt in euch die hingebungsvolle, die sühnende Liebe. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 12. Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Tod des Lebens, Anmerkung, ich bin das Leben, sagt Christus, brachte für jeden Menschen das in Christus erneuerte Leben, damit ihr durch ihn teilnehmen könnt am ewigen Leben. Bekennt ihr wirklich die Lehren und Wahrheiten des katholischen Glaubens? Erwartet ihr wirklich das ewige Leben? Bemüht ihr euch, eure Denkweise und euer ganzes irdisches Leben danach zu richten? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus,
Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 13. Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Tod, die Trennung, die Beerdigung bringen Schmerz und Leid. Der eingeborene Sohn Gottes, Jesus Christus, erlöste die Menschheit von der todbringenden Macht der Sünde durch die Annahme des Leidens und des Todes. Glaubt ihr daran, dass der Tod der Beginn des ewigen Lebens ist? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 14. Station. Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die Beerdigung darf nicht der Beginn des Vergessens sein. Wenn dies so wäre, dann war die Liebe nicht echt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib.